Ich verbringe heute einen Tag hier in Osaka im Super Nintendo World. Super Nintendo World wurde im März 2021 eröffnet und ist ein Themenbereich des Freizeitparks Universal Studios in Osaka, welcher auch weitere beliebte Themenbereiche wie die Harry Potter Welt umfasst. Es ist das erste Super Nintendo World der Welt, wobei auch mittlerweile weitere Standorte umgesetzt werden bzw. in Planung sind. Ah, Wahnsinn, wie lange die Schlange hier vor diesem Fotospot ist. Das ist hier der Eingangsbereich des Super Nintendo World und wie bin ich hier erstmal reingekommen? Also, ich habe mir normal ein Ticket für die Universal Studios gekauft, das braucht man. Dann habe ich mir ein Ticket reserviert an dem gleichen Tag für diesen Bereich hier, für Super Nintendo World. Das ist ja wirklich nur ein Bereich des ganzen Freizeitparks. Tja, die Tickets sind limitiert, ich bin froh, dass ich eins bekommen habe. Schau mal, was sich hinter der Röhre da befindet. Ich glaube, da beginnt nämlich der eigentliche Freizeitpark, also das eigentliche Super Nintendo World. Sagen, keine Zeit mehr verschwenden und let's go! Boah, Alter! Ach du Scheiße! Ich fühle mich wirklich, als ob ich in Super Mario Bros. Im Spiel drin wäre. Wahnsinn! Alter! Der erste Eindruck ist wirklich heftig. Also hier sehe ich schon direkt, hier wurde mit viel Liebe zum Detail gearbeitet. Und ja, die haben hier alles so perfekt gestaltet, auch die Musik, ne? Von Mario Musik und so. Und er sieht schon sehr, sehr cool aus. Und allein hier zu sein und rumzulaufen macht schon Spaß. Ja, das erste, was ich mir schon am Eingangsbereich geholt habe, ist dieses Band, Powerband oder so wird es genannt. Mit Mario Design, es gibt auch in anderen Designs mit Yoshi und so weiter, Peach und so. Und es hat so 4200 Yen gekostet, also schon ordentlich. Weil dafür soll man damit ein paar Aktivitäten hier machen können. Und zwar soll man hier wie im Videospiel auch so Münzen sammeln. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Ja, die Sachen mit dem Münzspielen, das ist schon eher auf Kinder ausgelegt. Mir ist auch aufgefallen, es sind ziemlich viele Kinder auch hier. Allgemein ist es sehr voll. Ich bin gespannt, was der Park noch so zu bieten hat. Aber ich muss echt sagen, es sieht alles sehr heftig aus. Es sieht wirklich sehr heftig aus, alles sehr krass. Wirklich wie im Spiel. Ich habe auch gehört, der Super Mario-Erfinder Miyamoto, dass er auch involviert war in dem Design und so. Und ja, ich denke, das sieht man auf jeden Fall. Es ist halt wirklich so ein Ding. Super Mario, wer hat das denn eigentlich nicht gespielt? Wer hat Nintendo noch nie gespielt? Das sind Dinge, die kommen aus Japan und sind in der ganzen Welt einfach verbreitet. Und ja, wirklich krass, was aus der Idee von Nintendo geworden ist. Wenn man sich vorstellt, dass es irgendwie im 19. Jahrhundert in Kyoto gegründet wurde, was ein Imperium daraus entstanden ist. So, ich stehe hier jetzt vor Yoshi's Adventure. Mal gucken, was das so kann, was das so zu bieten hat. Es wird bestimmt richtig geile Action. So, ich bin jetzt in der Warteschlange und man steht hier schon ziemlich lang an. 70 Minuten für diese Attraktion. Ich hoffe, es lohnt sich. Mal gucken. Aber was ich sagen muss, was mir positiv auffällt, ist wirklich, dass selbst das Anstehen, selbst das Warten nicht so schlimm ist. Obwohl ich auch alleine bin und niemand zum Reden habe. Aber trotzdem, es ist schöne Musik so da. Dieser Raum, wo man wartet, ist mega schön gestaltet. Das macht die ganze Warterei so ein bisschen kurzweiliger und schöner. Ich freue mich auf richtig krasse Action gleich. Yeah! Party hard. Adrenalin pur. Ja, war ganz nett. Mehr auch nicht, dafür, dass ich halt 70 Minuten angestanden bin.
Aber gut, das ist halt sehr voll hier allgemein. Ich glaube, es ist halt ein bisschen mehr die Zielgruppe, zumindest für diese Bahn, sind eher jüngere Leute. Also beziehungsweise nicht für jemanden, der so Achterbahn liebt wie ich. Es war halt schön rumzufahren, die ganzen Figuren aus den Spielen schön zu sehen. Muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal machen, aber kann man machen. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch immer mega süß, wie die einem hier so zuwinken, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es ist mir auch aufgefallen, allgemein bei japanischen Themenparks, ich war ja auch im Disney Sea in Tokio und da fällt mir wirklich auf, dass die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen alle einem irgendwie so zuwinken, alle so richtig freundlich zu einem zuwinken und der Service richtig krass ist und so. Und es ist halt wirklich schöne, heile Welt. Und wenn du hier bist, dann bist du automatisch glücklich, weil dich alle so nett behandeln. So, vom ganzen Anstellen und Warten und so habe ich jetzt auf jeden Fall Hunger, richtig Bock auf Essen. Und hinter mir befindet sich Hinopio Café und da soll es ganz cooles Essen geben. Wir gehen uns jetzt mal richtig und testen mal das Essen in diesem Freizeitpark. Ja, ich bin sehr gespannt, was es jetzt zu essen gibt, beziehungsweise ich habe ja schon bestellt, aber wie es schmecken wird, darauf bin ich gespannt, denn es war nicht so ganz günstig. Aber was mich schon mal positiv auffällt, ist wieder, wie dieser Laden hier gestaltet ist. Das sieht doch schon mal super aus. Hier mit den ganzen Details wieder, mit dem Toad oder Todd, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Schreibt mal gerne rein, aber wie mit Toad oder Todd als Main Character. Finde ich ziemlich cool und ja, die Liebe zum Detail, sie ist einfach immer da, ein roter Faden. Ah. Hey. So Leute, da habe ich mein Essen. Sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus und es riecht auch schon ziemlich gut. Und ich finde es halt cool, wie sie es angerichtet haben und dass es so dieses Thema gibt, ne, mit dem Pilzthema oder mit Mario. Das ist hier der Mario Burger mit Pommes und ein bisschen Gemüse. Der hat 2.300 Yen gekostet, dieser Teller. Also schon ziemlich viel Geld, so 19 Euro vielleicht. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so viel für einen Burger gezahlt habe. Aber ich meine, es ist ein Freizeitpark. Und ja, und ich finde cool, dass sie halt das so ein bisschen so mit Mario Mütze oben drauf. Ich weiß gar nicht, was das ist. Einfach nur Plastik oben drauf. Aber so ein bisschen dem Design halt haben. Burger in einem Freizeitpark in Japan, kann der was? Ah, okay, das ist das Ding zum Pennen. Man hat hier drinne Bacon, man hat hier, das ist die Besonderheit, Pilze. Das ist ja alles mit Pilzthema hier, deswegen. Und man hat Käse, geschmolzener Käse. Patty, Salat. Ja, mal gucken, was er kann. Ich bin gespannt und ich habe echt Hunger. Schmeckt mir gut. Also, das Patty ist ziemlich lecker, das Fleisch. Dann die Pilze passen hier sehr gut rein. Das Bun ist auch schön weich und schön so ein bisschen angetoastet. Schön warm auch, so wie es sein muss halt. Kann man machen. Also, leckerer Burger. So, also Burger fertig gegessen. Und ja, ich fand ihn ziemlich lecker. Gut, es war ein relativ teurer Burger. Liegt wahrscheinlich eben auch daran, wir sind hier in einem Freizeitpark, da ist alles ein bisschen teurer. Aber der Geschmack hat überzeugt. Der Käse hätte vielleicht noch mal ein bisschen schmelziger sein können, besser geschmolzen sein können. Aber alles in einem guter Burger. Deswegen würde ich dem eine 8 von 10 geben. Mit Preis-Leistung wahrscheinlich eher eine 7 von 10. Aber an sich als Burger so eine 8 von 10. Und jetzt kommen wir zur zweiten Sache. Zum Nachtisch. Und zwar zum Tiramisu. Das ist halt sehr cool, sehr kreativ umgesetzt. Auch mit der Blume drin, ne? Aus Mario und die Blöcke. Ein Fragezeichen. Als Keks. Und dann noch ein bisschen Erdbeercreme an der Seite, glaube ich. Ja, mal gucken, wie das schmecken wird. Ich werde es erstmal aufessen und dann gibt es nochmal ein Feedback von mir. Ich habe jetzt fertig gegessen und ja, es war echt mega lecker, auch jetzt das Tiramisu. Also ich hatte Tiramisu jetzt nicht so oft in meinem Leben, aber das gehört auf jeden Fall zu den besseren von meiner Erinnerung her. Und ja, mega cool auch mit den Keksen dazu. Also ich fand es echt lecker. Tiramisu würde ich 8 von 10 so geben. Wenn man den Preis berücksichtigt, dann auch eher so 7 von 10, weil es waren 800 Yen. Also vom allgemeinen Fazit zum Essen war es für mich halt preislich ein bisschen negativ, weil es ist schon ziemlich viel, schon ein bisschen überteuert.
Aber gut, was erwartet man auch von einem Freizeitpark? Es war halt nichtsdestotrotz voll lecker. Also ich bin jetzt richtig happy, richtig satt und es ist richtig zufriedene Sättigkeitsgefühl habe ich jetzt. Insgesamt, Essen war gut. So, jetzt befinde ich mich mittlerweile vor der Hauptattraktion von Super Nintendo World hier. Und zwar vor der Koopa Challenge. Und ja, was ist denn so das erste Spiel, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr an Super Mario denkt? Vielleicht Super Mario Bros. Vielleicht auch sowas wie Super Mario Party. Weil ich glaube, an was viele auch denken, ist Mario Kart. Und genau dieses Spiel geht es um Mario Kart. Es soll eine Art Mario Kart-Erlebnis in Real Life sein. Viel mehr weiß ich aber nicht. Und ich würde sagen, ich teste das Ganze mal und erzähle euch dann, wie es dann war. Let's go! Ja, das war auf jeden Fall ziemlich nice. Ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um mich an die VR-Brillentechnik zu gewöhnen. Und dann war es cool und hat Bock gemacht. Ja, leider konnte ich da jetzt nicht so viel filmen. Also kann man leider nicht so filmen. Aber ja, einfach mal ausprobieren. Kann man machen. Wer Mario Kart liebt, der wird das auch mögen. So, es ist mittlerweile dunkel geworden. Und es hat schon auch eine coole Atmosphäre hier abends. Das heißt, der Park schließt damit aber auch bald. Und ja, wir haben das meiste gesehen vom Super Nintendo World heute. Was noch fehlt, wäre ein Souvenir-Store. Da gibt es so Merchandising. Mal gucken, was wir da so haben. So, Mario-Figuren sind auf jeden Fall am Start. Dann noch so ein T-Shirt vom Themenpark. Ein paar Klamotten hier. 7000 Yen für das. Krass. Dann sogar noch so Cookies mit Mario-Logo drauf. Yoshi. Ciao. So, da bin ich jetzt wieder draußen, hier jetzt am Eingang bzw. am Ausgang des Universal Studios, wo auch die Super Nintendo World eben drin ist. Und hiermit kommen wir auch zum Fazit. Ich habe mir da 5 Kategorien gemacht, an denen ich es bewerte. Ja, erste Kategorie wäre das Erscheinungsbild. Und da muss ich eine 10 von 10 geben. Es war wirklich top, wie das alles designt wurde. Die Liebe zum Detail. Ich habe mich wirklich so gefühlt, als wäre ich im Videospiel drinne. Habe mich an meine Kindheit zurückerinnert. Also das ist schon sehr, sehr gut gelungen. 10 von 10. Ja, dann kommen wir zur zweiten Kategorie. Und das sind für mich Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen. Und hier hätte ich fast eine 10 von 10 gegeben. Aber es wird dann nicht ganz eine 10 von 10, weil die Mitarbeiter zwar extrem nett waren und richtig cool, ne? Hat richtig Spaß gemacht. Aber ich merke dann schon ein bisschen dieses zu übertriebene und so ein bisschen dieses Fake-Dings. Deswegen gebe ich da keine volle Punktzahl, aber trotzdem super schön, hat super Spaß gemacht. Die wissen, wie man einem gute Laune bringt. Also letztendlich eine 9 von 10. Ja, und dann kommen wir zu den Attraktionen. Und da ist es wirklich sehr subjektiv, die Bewertung, weil ich bin halt kein Kind. Für Kinder kann ich mir vorstellen, mega cool. Aber für mich als jemand, der auch Achterbahn mag, für den war es jetzt nicht so mega cool, weil, wie gesagt, es ist ein bisschen mehr vielleicht für Kinder ausgelegt. Und die Wartezeiten waren auch relativ lang. Es standen ziemlich viele Leute an. Es war sehr voll, obwohl wir jetzt Donnerstag hatten. Alles in allem würde ich dann eine 5 von 10 geben. So, dann nächste Kategorie wäre das Essen. Ist für mich auch sehr wichtig für einen Freizeitpark oder für einen Themenpark. Und das fand ich ziemlich gut. Das war echt lecker und auch kreativ. Fand ich schön, auch das Restaurant sehr schön gemacht. Ich fand da den Preis aber ziemlich hoch und deswegen gebe ich hier eine 7 von 10, eine solide 7 von 10. Dann kommen wir zum allgemeinen Preis-Leistungs-Verhältnis und da finde ich es ziemlich gut gewesen, weil man muss bedenken, du musst kein extra Ticket bezahlen für die Super Nintendo World, sondern es ist einfach nur so, dass du das Ticket da reservierst, aber du zahlst eigentlich nur den Haupteintritt für den allgemeinen Freizeitpark, also für die Universal Studios. Und das waren ungefähr 8400 Yen, Europreis blende ich euch ein. Und das finde ich fair, weil du hast ja nicht nur die Super Nintendo World, du hast noch viel mehr und kannst ja alle Attraktionen auch noch sonst fahren, so viel du willst, so viel du halt in einem Tag schaffst. Ich fand es ein bisschen unnötig, dann diese Powerbänder die mir zu holen, die haben irgendwie 4000 Yen gekostet. Aber gut, allgemein ging es klar und da würde ich dann eine, ja, 8 von 10 geben. Ja, und damit kommen wir dann zu einer Gesamtbewertung von 7,8. 7,8 von 10 ist für mich
die Super Nintendo World in den Universal Studios Japan. Das kann man ja nicht ganz komplett getrennt voneinander bewerten, weil es ja Teil davon. Deswegen auch mit Preis-Leistung und so, ihr wisst Bescheid. Also 7,8 von 10 würde ich dem Ganzen geben. Und ja, war auf jeden Fall ein schöner Tag im Super Nintendo World hier in Osaka. War eine coole Zeit. Also kann ich durchaus empfehlen. Vor allem halt, wenn man Super Mario Fan ist und wenn man auch offen ist, die anderen Attraktionen von Universal Studios zu testen, weil die habe ich ja nicht gezeigt, da gibt es auch noch andere coole Sachen. Okay, also vielen Dank fürs Gucken des Videos. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video. Macht's gut und Peace!